Weihnachten ist die wohl romantischste Zeit des Jahres. Mit dem Advent in den Gewölben in der Festung Mark wird den Magdeburgern ein Weihnachtsmarkt geboten, der genau diese Stimmung durch seine märchenhafte Kulisse einfängt und die besinnlichen Tage einläutet. Die Leute sollen hierher kommen und einfach ein bisschen Weihnachten genießen können. Das heißt also, es gibt ein Kinderprogramm, es gibt ein Bastelprogramm. Man kann auch zum Beispiel Nähkurs machen an diesem Wochenende. Man kann aber einfach auch ein bisschen sich ins Café setzen, handgemachter Musik lauschen, einen leckeren Kuchen essen. Es soll halt dazu dienen, dass man wirklich die Chance hat, einfach für 2 Stunden mal abzuschalten und die Weihnachtszeit Weihnachten sein zu lassen. An den Wochenenden des 1. und 3. Advents hat die Festung Mark für die Besucher geöffnet. Viel handgemachte Kunst und ein stimmungsvolles Rahmenprogramm boten Unterhaltung für Groß und Klein. Wer die ruhige Stimmung abseits des weihnachtlichen Trubels sucht, kann dem Advent in den Gewölben einen Besuch abstatten. Ein bisschen Muse, ein bisschen Ruhe, das klappt hier wunderbar. Dass das so wirklich wunderschöne Sachen sind, dass man noch ein bisschen Anregung kriegt, dass man noch was verschenken kann. Das ist immer sehr schön, weil es auch von der Örtlichkeit eben sehr... Das Ambiente ist sehr schön hier. Ambiente. Es ist alles so urig und einfach viel schöner. Und darum gehe ich halt sehr gern hier hin. Wer es nicht geschafft hat, den Weihnachtsmarkt in der Festung am Wochenende des 1. Advents zu besuchen, kann dies in den Tagen vom 12. bis 15. Dezember nachholen.